So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Oh, jetzt können wir uns noch schön mit der Ex unterhalten. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Oh. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Oh, sie ist pessimistisch. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Oh, ist die lieb. Ja, dann gehen wir, ne? Fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Tja. Du kannst mich mal, Toni. Du kannst mich mal. Feuer? Feuer. Sollen wir Toni noch anzünden? Nein, wir zünden die Lunte. Jetzt wird's spannend. Und Horrido. Tschüss. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Autsch, das tat wohl weh. Es tut mir leid, dass die Dinger irgendwie so extrem viel lauter sind. Ich verstehe es nicht. Das Lautstärkeproblem war ja auch schon... War schon in... Edna. Dann habe ich es mir Augen. Ich überschreibe mal. Oh ja, da seht ihr mal. 2015, vor 9 Jahren, habe ich hier die Complete Edition... Oder ist es... Ist es die Complete oder ist es tatsächlich die normale? Wahrscheinlich trotzdem die Complete Edition. Wir überschreiben mal 2024, ne? Ah, ich habe es aber zu verschiedenen Zeiten gespielt. Also 2016. Vielleicht habe ich hier die Complete Edition angefangen. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, ob der Entwicklerkommentar links oben ist. Und 2019 habe ich es auch mal probiert. Ja, gut. Jetzt aber final. Spiel beenden. Questlog. Ich will eigentlich wirklich in die Haupteinstellungen, in die anderen Menüdinger, weil ich glaube, da kann man die Lautstärke von so Zwischensequenzen einstellen. Naja, gut. Ja, wir sind aber auf diesem Kreuzer scheinbar angelangt. Poki, du darfst jetzt schnell reden, weil das, ja, kann man jetzt nicht anders machen. Das hat ja super geklappt. Wir sind an Bord des Organon-Kreuzers, also auf einem der wichtigsten Zwischenschritte auf dem Weg, auf Rufus Weg nach Elysium. Und dieser Raum ist auch deswegen so unglaublich wichtig, weil hier natürlich die weibliche Hauptperson eingeführt wird. Und zufälligerweise habe ich sie direkt neben mir hier, den im Studio. Und das ist die Goal. Hallo Goal. Hallo. Und vielleicht könntest du einfach mal so aus dem Bauch raus erzählen, wie das damals so war, als du Rufus kennengelernt hast. Gerade diese brenzlige Situation, die du so überstanden hast. Also mir wurde gesagt, es werden mir Texte vorgelegt. Ach so. Oh. Du,
Ach so, du dachtest, wir schreiben Texte und organisieren das Ganze. Nee, also eigentlich haben wir jetzt das eher so gelöst, dass wir gedacht haben, John, sag mal, du hast mir gesagt, ich brauche keine Texte zu schreiben. Hast du das nicht gesagt? Nein, Poki, ich habe gesagt, du musst Texte schreiben. Das hat er hat gesagt, ich brauche keine. Ich habe das noch ganz genau im Ohr. Meisterleistung, mein Lieber. Es ist ja auch egal, es ist gerade viel zu spannend, um unseren natürlich sehr gut vorbereiteten Entwicklerkommentaren zu lauschen. Ich kann das verstehen, wenn ihr unbedingt gleich weiterspielen wolltet. Gut, hat sich erledigt. Ja, wir wurden gespoilert. Ein bisschen. Eine leichte Gefahr der Entwicklerkommentare. Jetzt wissen wir, dass es noch eine zweite Hauptperson gibt. Gut, weiß man durch Trailer oder Screenshots natürlich auch so. Beziehungsweise das Spiel ist sowieso schon sehr alt und, es waren wir gerade sehr süß eingewickelt. Sehr toll auch, dass immer wieder Müll hier rausfliegt aus diesen Luken. Und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben, wie geplant. Ja, praktisch. Dann haben wir Proviant, sehr schön, unsere Socken sind auch da. Ah, toll, und ja, gut, die Zahnbürste kann man nicht nehmen. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne, ich lasse ihn mal lieber zu. Ui, Zahnräder, die... Ein gut geöltes Getriebe. Oh ja, die gehen wirklich sehr smooth durch. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Sehr praktisch. Nein, aber wir haben Socken und... Ja, Proviant. Ja, und ich glaube auch nur diese... Ah, die Klappe, damit können wir noch interagieren. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Tja, wie wär's, wenn wir ein bisschen was ins Getriebe quetschen? Aha. Und jetzt, während der Arm rausgeht... Hey, ganz schön aggressiv, das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ach so, müssen wir nicht. Also wir haben ja ganz viel Proviant. Wir können ganz oft die Zahnräder blockieren. Ich dachte, oder habe ich gerade falsch geklickt? Wartungsarm, Klappe. Ich wollte auf die Klappe. Genau. So, dass die offen ist. Dann einfach schnell abmontiert. So, Luke oder Luke? Ah. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Das ist auch dieselbe Sprecherin wie bei Lilly aus Harvest New York. Sie hätten in ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Ein Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Let's go. Ja, wir können hier reinklettern. Und haben verschiedene Schalter. Und zwar, ja, drei Farben, drei Hebel. Die stehen ja eher hier auf... Eigentlich stehen die ja im Blauen. Aber ich drück mal den Grünen. Aha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Oh. Ah. Oh. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ja, das war's mit der Orbit-Elfe. Dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschatschatschatschap. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Pfiu. Oh, oh. Hui.
Aua. Schön, ein Spiel ohne Fallschaden. Ja, toll. So nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Tja. Hier sind wir also in der Hauptstadt Eponias. Wir schauen uns gleich auch den Dorfkern an. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Cool, hier ist ein Saugroboter. Krass, dass es damals schon ein Ding war. Ja, wir hören uns jetzt nicht nur noch die beiden Entwicklerkommentare an, falls es zwei unterschiedliche sind. Oh ja, das ist der Screen vor dem Stadttor. Oh, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, einfach mal auch eine Entschuldigung in Richtung Rufus loswerden, weil wir ihm ja im Verlauf der Deponia-Trilogie schon sehr, sehr übel mitgespielt haben. Wir hatten ja gedacht, so, was finden wir denn besonders lustig, wenn wir schon ein lustiges Spiel machen? Und besonders lustig ist es ja auch immer, wenn sich jemand wehtut. Deswegen haben wir hier auch rechts dieses Kaktusfeld reingezeichnet, das Rufus da schon ausgiebig erforschen durfte. Der mechanische Bull ist natürlich eine zweite Sache. Und möglicherweise passiert auch später, oder vielleicht ist es euch auch schon passiert, etwas mit der Autobatterie dieses Trucks hier im Vordergrund und der Batteriesäure, die dazu gehört. Also in aller Form, Rufus, Entschuldigung für diese Rosttour, die wir dir da auferlegt haben bei den Arbeiten an Deponia. Also zunächst mal entschuldigen bitte privat, jetzt nicht hier, wenn die User zuhören. Das kaufe ich nicht, da reden wir nochmal in Ruhe drüber. Ich bin an dieser Sache hier, wenn ich das erzählen darf, auch ein bisschen selber schuld. Ich bin um eine Anregung gebeten worden, wie dieses Setting aussehen soll. Und ich habe dann den Tipp gegeben, vor der Polizeiwache von Kommissar Hunter in den lustigen Taschenbüchern. So in der Art, diese beiden Lampen an der Seite mit diesem Treppchen. Und dann hat irgendjemand mich verarschen wollen und hat dann ein Foto vom Hobbyraum meines Vaters gefaxt und so sieht es auch aus. Es ist verblüffend. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Und es war auch ungefähr so angenehm wie meine Besuche im Hobbyraum meines Vaters. Ja, schade, dass wir die Szene mit dem Hobbyraum tatsächlich auch weggekürzt haben. Das gehört ja auch ein bisschen zur Vorgeschichte. Aber vielleicht wäre das mal tatsächlich Material für ein Prequel. Du willst mich nicht verstehen. Wir haben die nicht weggelassen. Ich habe genau das auch dann erleben müssen. Aber fürs Spiel. Sogar die Autobatterie ist von der gleichen Marke. Also es hätte nicht Not getan, das so genau zu befolgen. Aber jetzt ist es ja nun auch nicht mehr zu ändern. Ja, zu spät. So, und das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Kommentare. Hören wir auch hier an. Und wieder ein großer und schwieriger Screen. Das ist ja quasi der Verteiler-Screen. Und auch zu diesem Screen gab es wieder ein frühes Scribble von mir, das ich noch sehr gut im Kopf habe, wo ich auch tatsächlich die Optik der Häuser etabliert habe. Darauf bin ich mich dann stolz, dass ich halt irgendwie gesagt habe, diese beigen Fassaden mit den goldenen Dächern. Da hatten wir uns übrigens im Vorfeld sehr viel Gedanken zu gemacht, der Micha und ich, und haben gesagt so, ja, woraus bauen die sich jetzt eigentlich ihre Häuser und haben tatsächlich so eine Art Abrissbagger, so Kräne, so Müllbeseitigungsfahrzeuge, riesige, haben wir konzipiert. Und die dann auseinandergenommen und die Einzelteile von diesen Baggern, die man nie irgendwo sieht, die haben wir hier verwurstet, damit sie für die Dächer der Häuser herhalten. Und das finde ich doch schon ziemlich spannend und lustig. Auch hier in diesem Screen gab es einen kleinen Kampf zwischen mir und dem Bade, meinem Head of Game Design, der die ganze Flut von Ausgängen und insbesondere den Ebenenwechsel nach vorne in Richtung Tonis Laden rechts im Bild zu sehen oder nach links oben zum Wasserturm und so weiter. Das hat uns scripting-technisch so viel Mühe gekostet, das halt sauber einzuarbeiten und dann sind die Laufwege so lang und so weiter. Und der hat immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, so, oh, Poki, das kannst du nicht bringen, dieser Screen, der ist einfach vollkommen furchtbar. Ich wollte halt erzählerisch und inhaltlich, wollte ich halt auch diese Totale einfach haben. Also diesen großen Verteiler-Screen, der quasi wie eine Karte fungiert, aber eben doch einfach ein Screen innerhalb der Erzählung ist. Und da habe ich mich mal durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt zum Besseren des Spiels gewesen ist. Eigentlich soll ich ja immer auf Bade hören. Immer auf Bade hören.